Es war ein halbes Jahr und drei Tage her, dass der VfL heute sein Heimspiel an der Hasenweide spielte. Das war am 24. September 2017 gegen der BV Essen. Endergebnis 0:0. Der BV Essen ist noch immer der größte Konkurrent von der Tabellenführung VfL heute. Bis Sonntag war der Vorsprung von der VfL heute 7 Punkte, doch der VfL hatte 2 Spiele mehr gespielt. Und der VfL wollte mindestens diesen Vorsprung von 7 Punkten behalten, denn in Kürze steht das Spiel in Essen auf dem Programm. Gegner am Sonntag war der BSV Kickers Emden, normalerweise eine Mannschaft für den Top 5 in der Landesliga, aber dieses Jahr war die Saison durchwachsen. Sie standen am Sonntag auf dem 9. Platz. Obwohl die Saison für BSV Kickers Emden etwas enttäuschend ist, deren Fans sind in Ordnung. In den ersten Minuten spielte Kickers Emden gut mit und bekam sogar eine Chance. Schöner Doppelpass und Schuss von Marvin Eilers. Willi Heisen musste sich strecken. Ecke Heiko Visser. Und Julian Giesecke musste den Ball von der Torlinie köpfen. Nächster Emdener Angriff Tilo Steffens. Der versucht mit einem Schwalbe einen Elfmeter rauszuholen. Schiedsrichter reagiert gut. Christopher Koch. Marcel Hesselmann. Stefan Stuckenborg. Ursel Schmackeli. Kommt der Ball mit etwas Glück zurück. Schuss und 1:0 VfL heute. Ein früher Treffer. Ab da war VfL heute der stärkere Mannschaft. Markus Kohls. Versucht ein Schuss, wird geblockt. Hat den Ball wieder auf Nico Emich. Big Fred John, doch auch abseits. Dennis Jex. Christopher Koch. Philipp Schönewolf. Nico Emich aus der Dreh. Ball wird geblockt. Genau wieder Schuss von Markus Kohls. Der VfL störte früh. Da hatte Emden Mühe mit. Christopher Koch. Siegfried John. Christopher Koch. Auf Nico Emich. Abseits. Das war sehr knapp. Und wiederum Ballverlust bei Emden. Philipp Schönewolf. Auf Steffen Stuckenborg. Harter Schuss. Gestoppt, aber Philipp Schönewolf, 2:0. Es war guter Fußball, was der VfL sehen ließ mit viel laufenden Spielern. Und das ist schwer zu verteidigen. Fabian Mayer. Dennis Jex. Christopher Koch. Er versucht eine Lampe. Knapp am Tor vorbei. Und der Frühling kommt immer näher. Freistoß Dennis Jex. Fabian Mayer auf die Fausten von Siegfried John. Ecke Christopher Koch.
Der Ball ist zu lang und es ist Halbzeit. Ein gut spielender VfL heute geht mit einer 2:0 Führung in die Kabine. In der zweiten Halbzeit sahen wir anfangs ein aggressiver Kickersenden. Doch in der Euterabwehr herrschte vor allem Fabian Meyer. Genauso wie in der ersten Halbzeit war anfangs der zweiten Halbzeit Kickers Emden stärker. Freistoß Manuel Menzel. Gut verteidigt. Dann Christopher Cook, Mörl Schmackuli und Philipp Schönewolf. Schuss übers Tor. Die Emdener Fans glaubten noch an ihre Mannschaft. Abschuss Willi Heise. Marcel Hesselmann. Und da laufen wieder mehrere Spieler. Schwer zu verteidigen. Mörder Schmackeli auf Markus Kohls. Und das 3:0, die Vorentscheidung. Emden war geschockt. Die Köpfe gingen runter. Markus Kohls. Legt der Ball vor und es ist Mörder Schmackeli, der einen großen Schuss vergibt. Es war selten, dass Emden noch gefährlich fürs Eutertor kam. Doch hier ein Schuss Tobias Hellers und unhaltbar 3:1. Emden versuchte sich neu aufzubäumen. Auch der VfL wollte noch nichts vermissen. Selbst Markus Kohls verteidigte mit. Philipp Schönwolf legt der Ball quer. Mörder Schmackeli. Und der Ball ist im Tor. 4:1. Langer Ball auf Mörder Schmackeli, der steht im Abseits. Die Emdener Spieler wurden ständig aufgejagt. Und verloren schnell den Ball an der VfL-Leute. Stefan Stuckenborg. Philipp Schönewolf, auch er verliert den Ball. Das war viel seltener als andersrum. Und letztendlich ist der Ball wieder in Euterbesitz. Stefan Stuckenborg, gut gespielt auf Philipp Schönewolf. Er bleibt am Ball. Schiedsrichter sieht Foulspiel, lässt weiterlaufen und der Linienrichter hat die Fahne hoch für Abseits. Das war fraglich, doch es wird ein Freistoß für der VfL-Leute.
Fabian Meyer durch die Mauer, aber Siegfried John. Stefan Stuckenborg. Christopher Koch wird gefault. Nimmt den Freistoß schnell. Auf Markus Goltz. Um Siegfried John und oben in die Masche. 5:1. Das war ein tolles Tor und der Endstand 5:1 auf VfL heute gewinnt. Souverän und klar verdient mit 5:1 und läuft 2 Punkte weg von der BV Essen. Die spielten unentschieden. Doch am grünen Donnerstag um 18 Uhr gibt es das traditionell schwere Auswärtsspiel bei der TV Dinklage. Wir haben ein gutes Spiel gesehen von der VfL heute. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Niederländer.